Der Plan sah doch wie folgt aus, nicht wahr? Wir schnappen uns Karlchen, damit er uns unser Knackgeheimnis verrät, damit wir jeden Safe aufbekommen. Ihr wisst, was als nächstes passieren muss, oder? Wir planen jetzt, wie wir Karlchen da wieder rausholen können. La 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 la. Oh mein Gott, was ist das denn? Karlchen, geht's dir gut? Was? Nein, Karlchen ist getürmt, das gibt's ja gar nicht. Leute, Alarmstufe Rot. Wo bleiben diese Flachpfeifen nur? Boss, wir haben Karlchen. Ja, genau, Boss. Gut verschnürt, so wie du es wolltest. Wunderbar. Dann können wir ihn ja sofort bei Don Bandito abliefern. Los, auf geht's. Jawohl. Haha, der Boss wird zufrieden sein. Wie spät? Aha, langsam sollten sie aber hier sein. Wenn alles nach Plan lief, sollten sie jeden Moment... Don Bandito, wir sind wieder da. Wir haben Karlchen. Ah, wunderbar. Na dann, legt ihn ab. Gut, was steht hier noch rum? Haut ab, ich will mit Karlchen alleine sein. Chef, sind Sie sicher? Die wissen schon noch, was letztes Mal passiert ist, oder? Ich sagte raus. Diesmal habe ich einen unfehlbaren Plan. Oh, mon Dieu, ist ja gut. So, Karlchen, da sind wir wieder, wir beide. Ja, warte, ich glaube, du brauchst ein bisschen Hilfe. Oh Mann, ey, was ist los mit dir? Ich dachte, ich ersticke. Klappe halten, ihr Zuhören. Wie du ja am besten weißt, bist du rechtskräftig verurteilt worden und nur dank unserer Hilfe bist du wieder auf freiem Fuß. Darum verlange ich jetzt einen Gefallen von dir. Es liegt ganz bei dir, Karlchen. Willst du uns freiwillig oder müssen wir nachhelfen? Warum sollte ich euch helfen, Ich habe nichts getan und Toni wird das auch beweisen und euch hinter Gitter bringen. Na gut, ich merke schon, worauf das hinausläuft. Du lässt mir keine andere Wahl. Dann greife ich jetzt zu meiner Geheimwaffe. Du wirst müde. Deine Augen werden ganz schwer. Es kribbelt in den Augenlidern. Du spürst, wie dein ganzer Körper immer ruhiger wird. Deine Augen werden schwerer. Und du schläfst langsam ein. Wenn ich jetzt mit dem Finger schnipse, stehst du unter meiner Kontrolle. 1, 2. Oh Mann, es hat wirklich geklappt. Okay, Karlchen, du hörst jetzt nur noch meine Stimme. Verrate mir, was ist dein Knackgeheimnis? Ja. Was? Sprich lauter! Du musst, ich sag mal, mein Tresor, also, ja, überhaupt so. Warte, ich komm mal näher, das kann ja kein Mensch verstehen. Los, raus damit! Du musst, Es geht doch nichts, immer nur gute alte Kopfnuss. Okay, und der meint also, so ein paar Fesseln hier können den großen Karlchen Knack aufhalten? Lächerlich. Okay, dann will ich ja mal abhauen. Und du wirst mir dabei helfen, Don Bandito. Naja, schnieke sehe ich ja aus, aber bequem ist es nicht gerade. So läufst du freiwillig rum. Ja, alles klar, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag, mein Lieber. Mach's gut. Was? Ja, der Kerl ist zäher, als ich dachte und ich muss jetzt erstmal raus ein bisschen frische Luft schnappen. Ich mach nachher weiter. Bis bald. Kam der Boss euch auch irgendwie seltsam vor? Ach, das willst du dir nur reinlocke. Puh, die haben mich zum Glück nicht erkannt, diese Hohlbirnen. Es wäre meine ganze Flucht im Eimer gewesen. Na gut, jetzt will ich mich erstmal umziehen. Raus aus diesem Zwirn, zurück in meine bequemen Klamotten. Wunderbar. Na dann, ich muss erstmal weg hier, mir ein Versteck suchen. Ah, eine Kita. Na, hier wird bestimmt niemand nach mir suchen. Schnell hin da. Okay, jetzt leise. Aha. Erstmal gucken, ob die Luft rein ist. So, Kinder, Zeit für euren Mittagsschlaf. Wir sind aber noch gar nicht müde. Ja, das höre ich öfter. Los jetzt, Kinder. Wenn ihr euch sofort Bett fertig macht, dann lese ich euch noch eine Geschichte vor. Oh, muss das sein?
Können wir nicht einfach eine Geschichte bei Pandido Märchen gucken? Hä? Was ist denn bitte schön Pandido Märchen? Ah, warten Sie mal, Fräulein Blüte, wir können Ihnen das zeigen. Das ist ein neuer Kanal auf YouTube. Der bringt Kindermärchen und Geschichten und so. Und dit. Als er aber zu dem Haus gekommen ist, wo die anderen Spiellumpen drin waren, die ihm alles abgewonnen hatten, da haben die gerufen und geschrien: Hansel, komm herein! Ja, hat er gesagt. Wollt's mir die 3 Groschen auch noch abgewinnen? Sie haben aber nicht ausgelassen. Endlich ist er hinein und hat schnell die 3 Groschen verspielt. Oh ja, das sieht aber wirklich toll aus. Tolle Geschichten und echt kinderfreundlich. Na gut, dann habe ich keine Bedenken. Schaut es euch an und dann geht's aber ab ins Bett. Pandido Märchen, hä? Interessant, kann ich mich später nochmal drum kümmern. Jetzt muss ich einfach nur warten, bis die Görn eingeschlafen sind. Dann kann ich mich in der Kita verstecken. Und weiter geht's, Leute. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und. Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr.